Ich würde an seiner Stelle aber auch fragen. Oh, thank God you're here. What's going on, Janine? Where's Alyssa? She's gone. They took her. One minute everything was fine, the next it was chaos. Ghosts flying everywhere. Janine, slow down. Start from the beginning. Okay. Well, I was a little late this morning because one of the heels on my favorite pair of pumps broke and Lester's was out of my favorite tea. You know how I love my chamomile. Well, and... Okay. Maybe not the beginning. Start where things went haywire around here. Okay. Okay. Somebody jumped me from behind. And before I passed out, I heard Alyssa struggling and yelling, No! And the last thing I remember was the screams of the dead and damned echoing in my brain. So either there was a mass escape from Rikers... Or someone shut down our containment grid again. Again? Just like Peck threatened to do. It's funny. I always knew that Peck was a pencil-necked bureaucratic prick. But I never pegged him as an evil occultist. But where did he take her? And where are all the ghosts? 'Cause, no offense, but if all the ghosts we've ever caught just escaped, I'm clocking out. Yeah, they would be awfully mad at us. Exactly. It's generally a bad idea for the guards to hang out in the cell blocks just after a prison break. This just in. As authorities continue to supervise the Thanksgiving evacuation of Manhattan, increasingly powerful tremors are rocking Central Park. The question is, where are the Ghostbusters? Tell you what, kind of a nice day. Why don't we go to Central Park? Could round up some ghosts, save the girl, get back in time for a nap. Okay, but Ghostbusters ride again. Okay. Oh, hi. Really? Mm-hmm. I told him that if they start evacuating Manhattan, that I don't plan on coming in on Monday, and he says, I've already used all my floating holidays this year, right? I tell him, Dr. Venkman, catastrophic exodus of the city doesn't count as a floating... Yeah. Just once, I wouldn't mind running with these other fools away from the trouble. Where's the fun in that? Aus den Grabstein in der Erde bekommt. Any guesses on where we'll find Peck and Alyssa? Oh. Hast du aus Versehen den Rückweg verbaut? I suspect that we're going to need the Super Slammer up there. No telling how powerful Peck has grown. That means we gotta take the Ecto-1. I'll drive. Maybe the trainee should drive. Nah. Aww. Thanks, Winston. Any ideas? Wir könnten hier hoch. Ah! Junior's pretty spry, even with that 100 pounds of proton accelerator. Ow! That was ow there! Make your way around to the other side and open this gate for us. Gate control, alles klar. Hab ich verstanden. Ich bin so lange allein auf dem gruseligen Friedhof unterwegs. Gleich, Leute. Ich geh außen rum. Wow. Look at the storm system building above that tower. Remember the last time we saw that kind of atmospheric disturbance? That's right. That Dana Farage building, the night she turned into a dog. Pfeifende Büste von Mausch. Diese Steinbüste sieht einem niemals in die Augen. Ganz gleich, wie sehr man das versucht. Warum sollte man das versuchen? Oh. Da ist ein Loch. Da kommt doch bestimmt gleich was raus.
Okay. Okay. Platz hier. Das tun. Das ist beruhigend. Dann kann nichts von hinten kommen. I don't get it. We shut down the Mandela. How can all this still be happening? In the Gozerian Codex, it's written that a blood sacrifice and a tremendous amount of spiritual energy are needed to generate the supreme destructor form. A destructor form? Again? Tech probably couldn't draw sufficient energy from the Mandala before we shut it down. He found an alternate source in our containment unit. The energy of the escaped ghosts from our grid might be enough to produce a cross-dimensional event in itself. Yes, and with Alyssa here, I'm sure her Shandor ancestors aren't far behind. Oh, gut. Hunde. Oh, gut. Zum Sammeln. Geistjäger, Becher und Ballon. Aber was machen wir hier im Rot? Warum komme ich hier nicht durch? Schädel. Hab ich ihn scannt? Okay. All your souls are belong to us. Schönes Easter Egg. All your base are belong to us. Schleim. Of course. Hat sie gesagt, shouldn't be here? Der hier Ecke damit, dass mich irgendwas anspringt.
I'll go with the intern. Nobody should wander around alone in this place. Danke. We'll meet you guys a little further on. Oh, Mama. Hey, Cadet. Was? Was ist das da hinten? Da hat sich was Großes bewegt. They aren't very happy about us being here. Heiliges Blechle. Da hinten stand jemand. Ja, so einer. You saw them too, didn't you? They think they're sneaky. Let's spread out and flank them. Okay, okay. It's a whole bunch of them! Up high. Where sind die? Die meinte ich nicht. Die anderen meinte ich. Zurück. Jump out of the way! Muss gefangen werden. Get out of here! Now that hurt. Now you took a good shot, though. You don't want to do that now. Find some cover. Lavo! Wham! Wenn man dann vernünftig Geister fangen, wenn man hier die ganze Zeit angegriffen wird. Oh man! Fucking! Lavo! We've stirred up a hornet's nest, kid. There. Wo müssen wir lang? Da. Was? Engelkopf. Weeping Angel?
Diese Statue stand ursprünglich mit vielen anderen an einem Brunnen auf einem ruhigen Platz in der Nähe des Ponte Vecchio. Geschichten zufolge misshandelte ein Trupp Schwarzhemden während des Zweiten Weltkrieges dort eine Frau und deren Kinder. Als eins der Kleinen hinfiel, schlug sein Kopf gegen die Kante des Brunnens und es war sofort tot. Die Engel des Brunnens erwachten in diesem Moment zum Leben und gaben jammernd, weinend und klagen. Perce il duce, perce. Ich kann kein Italienisch von sich. Danach hörten die Steinengel nie wieder damit auf und produzierten ein so grauenhaftes und schmerzerfülltes Geräusch, dass der Brunnen gesprengt werden musste. Der Kopf eines der Steinengel wurde von den Dorfbewohnern aufgesammelt und in einem tiefen Brunnen verborgen, bis Mussolini abgesetzt worden war. In genau diesem Moment hörte der Kopf auf zu klagen. Wer denkt sich solche Geschichten aus? Da war wieder der Hund. That one in Pittsburgh. Whammo! Now that hurt. Whammo! They felt that one in Pittsburgh. Yes, Stance bags another one. Whew. Der arme Friedhof. Vollständig ruiniert. Wie kommen die anderen hier mit dem Auto durch? I'm on your team. Ja, dann geh doch nicht rein, wo ich Leute abschießen will. Achso. What? All right, young blood. It's all you. Weg durch die Krypten. Ja, hier nicht. Dann habe ich ja nicht so viel Auswahl, ne?
Hat er das geklaut? Thanks, Cadet. That'll come in handy. I think you're gonna be all right. Puff. Da ist er lang. Solid, kid. You've got him on the ropes. Ist hier lang gekommen. Oder die sind auch hier bei den Blumen und Siegel. Not me, them. It's on your left. It's a whole bunch of them. Wow, very impressive. Give it to him. Hey. Dann ging gerade mal kurz Frames in die Knie. Und tun sie immer noch. I like your style, kid. Wird hier um die Ecke sein, nehme ich mal an. There's the key. It's too heavy to carry ourselves. Get it back to the gate so we can keep going. Ich habe auch so sie meinen Faller geworfen. Ne? Das wollte ich gar nicht. Na dann komm. Ich carry das mal back to the gate. Jetzt habe ich es verloren, wegen der Katze. Wo ist es hin? Scan it! Great! Another specimen for Tobins. Sag mal der hier, ne? Seht euch diese Glorious 5 FPS an. So, und jetzt ist er hier wieder gespawnt, weil ich hätte ihn ganz woanders abgelegt. Komm. Das ist, glaube ich, einfacher. Du gehst darüber. Magische Weise wieder vereint. Wait a minute. Oh, I get it now.
this has been bugging me. When the necromantic shockwave summoned Gozer back to our plane, why didn't he assume a more effective destructor form immediately? I mean, the Marshmallow Man is scary, sure, but there has to be a better way to destroy the world. It's simple. When he enters our plane of existence, he must be locked into that form from our first encounter. One destructor form per god per dimension. I like it. Sounds like the kind of symmetry these things tend to operate on. Hey, so maybe I didn't choose such a bad destructor after all, huh? Ja, stimmt. So. Look, up there. It's getting worse. Ja. This isn't the Central Park I'm used to. You still have your wallet? Durch. Manchmal, ne, ist das Spiel echt frustrierend. Die Frucht dieses Baumes reift heran und verschwindet dann in einer Rauchwolke. Das klingt ziemlich frustrierend. That means one of two things. Either we're in trouble or we're dinner. Packs in the ring? That's what the recruit is doing right now. Great! Wait a minute! I'm wearing one too! That's true, Ray. How's it going so far? Do you smell any burning or experience any painful tingling? You'll be the first one to know. Or the second. So, hier ist auf jeden Fall genug Platz, um Auto zu fahren. Airstrike! Take those flyers out! Was? Excuse me? They're coming out of the ground! We've got to smash the coffins while they're airborne! Otherwise, we have to deal with these! They ain't all graceful. More than I expected. Look behind you. You rang his bell, cadet. Ah. Got a piece of that one. Ha! Easy there, Bulldog. Give the rest of us a chance. Uh-oh. Here they come. It's on your left. Turn around. Yep. Hold on! Got a scan. War das nicht so ein guter Jumpscare? Sie haben gesagt, ich muss scannen und in dem Moment, wo ich da langlaufe. It's on your left. Springt es aus dem Boden. Freimachen. Da ist noch einer.
viermal schießen anfühlen lassen. Das war viermal. You got it! Okay, damit geht's. Come on, let's go! To get out of here. Yeah, bitte. Don't like this very much. We're close. It's on your left. Yow! Solid, kid. Got him. We need to get out of here. Yeah, ich muss doch nur rausfinden, wo ich hin muss, Ray. Close. Ich hätte gedacht hier, dann haben wir da, aber kommen wir offensichtlich nicht durch. Da hier weiter geht das. It's not alone. On the right. Niemand hier. The kid has some game. Hold on. Rang his bell, cadet. Hostile is down. See what? Come on, let's go. We need to get out of here. Die Gefahr, mich zu wiederholen, liegen gern, aber we're close. Muss ich Rücktour machen hier? Hier durch. Weil das ist die Glocke, die am Anfang schon geläutet hat. Oder nicht? Ist das eine andere? Komplett die Orientierung verloren. Folgen jetzt nur dem Scanner. Und Ray. Ich hätte ja gedacht, dass hier irgendwo
durch die Wand bricht. Der erste Sicherheit. Hier ist gerade sehr viel los. Make a hole! Get out of here! They got me! Ooh, that's smart! Ow! Make a hole! Rainbow. Ooh, man! Holy shit! Wie weit sind wir hier? Okay, wir sind hier. Uh-oh! Here they come! Keep it up, Spooky. Guter Start. Darf ich bitte durch? Stay calm, help's coming. Darf ich nicht. Echter Start. Oh! Ouch! Durfte ich nicht.